Wir sprechen über Einwanderung und gleichzeitig haben wir einen eklatanten Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, eklatant. Und das muss ja zueinander in ein Gewicht gebracht werden. Und das tut es nicht, wenn wir die Debatte einseitig nur darüber führen, wie wir am besten abschotten können. Ich bin sprachlos, ehrlich gesagt, weil ich den Eindruck habe, es ist noch nicht immer ganz angekommen bei allen, was gerade los ist im Land. Und Sie bringen jetzt Einwanderung und Asyl und irreguläre Migration völlig durcheinander. Nee, wir sind ja aktuell kein Einwanderungsland im eigentlichen Sinne, das vernünftig steuert, welche qualifizierten Fachkräfte in den Arbeitsmarkt kommen. Wir sind nicht besonders, Frau Faeser. Ja, der Arbeitsminister Heil hat mir zusammen ein Fachkräftezuwanderungsgesetz vorgestellt, das er als die größte Errungenschaft bezeichnet hat. Den Streit brauchen wir jetzt auch gar nicht führen. Wir sind ja für diese Fachkräfte gar nicht attraktiv. Die Pflegekräfte gehen woanders hin, weil sie woanders weniger Steuern zahlen. Unser eigentliches Problem ist doch ein anderes. Wir sind Einreiseland. Die Leute kommen und bleiben, egal wie ihr Rechtsstatus ist, und haben ab dem ersten Tag Anspruch auf entsprechende Leistung. Und wenn wir nicht miteinander verstehen, dass das nicht mehr sehr lange gut geht, weil unsere ganze Gesellschaft, unsere sozialen Sicherungssysteme, das ganze System, in dem wir leben, nicht funktionieren kann.